Seit ihrer Teilnahme beim Eurovision Song Contest 2014 dürfte ganz Europa Ilse de Lange kennen. Damals belegte sie mit Vaillon als Willkommen Linnets den zweiten Platz. Doch das ist längst nicht alles, was es über die hübsche Niederländerin zu wissen gibt. Ilse de Lange wurde am 13. Mai 1977 als Ilse Anuska de Lange in Almelo in den Niederlanden geboren. Sie ist die Tochter von Joop de Lange und Carla de Lange. Bereits sehr früh entdeckte die Niederländerin ihre Leidenschaft für die Musik. Als Teenager begann sie Gitarre zu spielen und schrieb erste eigene Songs. Mit nur 20 Jahren unterschrieb Ilse de Lange ihren ersten Plattenvertrag und reiste ins Mekka der Country-Szene nach Nashville, um dort ihr erstes Country-Musikalbum World of Hurt aufzunehmen. Ilse de Lange, Debütalbum World of Hurt wird zum Überraschungserfolg. In den Niederlanden wurde World of Hurt zu einem echten Überraschungserfolg, mit dem wohl nicht einmal Ilse de Lange gerechnet hatte. Das Album schaffte es auf Platz 1 der Albumcharts. Ihr großer Traum, auch in den USA mit ihrer Musik Fuß zu fassen, blieb jedoch unerfüllt. Doch zumindest in ihrer Heimat war sie stets erfolgreich. Ihre späteren Alben schafften es immer unter die Top 10, wenn nicht sogar auf Platz 1 der Charts. Einem größeren Publikum über die Grenzen der Niederlande hinaus wurde Ilse de Lange schließlich durch ihre Teilnahme beim Eurovision Song Contest im Jahr 2014 bekannt. Damals trat sie gemeinsam mit dem Sänger Vaillon als Willkommen Linnets für die Niederlande an. Sie belegten mit ihrem Song Calm After the Storm in Kopenhagen den zweiten Platz hinter Conchita Wurst. Der Song war nach dem Eurovision Song Contest in 14 Ländern auf Platz 1 der Charts. Laut RTL produziert Ilse de Lange neben ihrer eigenen Musik unter ihrem eigenen Label Spark Records selbst junge Nachwuchskünstler. Zudem ist sie Initiatorin des Tuckerville Festivals in Enschede, eines der größten Country- und Amerikaner-Festivals in Europa. 2020 nahm Ilse de Lange an der Vox-Show Sing meinen Song, das Tauschkonzert teil und war neben Musikkollegen wie Michael Patrick Kelly, Motrip, Nico Santos, Lea, Jan Plewka und Max Giesinger zu sehen und zu hören. Für die Niederländerin keineswegs das erste TV-Projekt. So war sie schon als Coach bei The Voice of Holland aktiv und spielte in der US-amerikanischen Serie Nashville mit. Zudem machte die Musikerin 2017 beim MTV Unplugged-Konzert von Peter Maffay mit. Im Frühjahr 2021 war Ilse de Lange als Kandidatin bei der RTL-Show Let's Dance dabei.